Insbesondere bei längeren Videos möchten die Zuschauenden häufig wissen, wie lange das Video noch ungefähr läuft, beziehungsweise wie viel des Videos bereits gezeigt wurde. Im Prinzip haben ja alle Videoplayer die Fortschrittsbalken-Darstellung integriert. Aber es gibt Situationen, in denen keine Bedien- oder Abspielleiste angezeigt wird. Am Beispiel des YouTube-Players hier sieht man, dass, wenn sich der Mauszeiger nicht auf dem Video befindet, die Bedienleiste ausgeblendet wird. Wenn ich den Zuschauenden aber trotzdem eine Fortschrittsanzeige zeigen möchte, muss ich sie direkt ins Video einbauen. Das geht zum Glück ganz einfach. Ich habe hier eine Aufnahme, die habe ich schon wohl wissend, dass ich eine Fortschrittsanzeige einbauen will, nur aufgenommen in, ich zeige mal hier, die Details dieses Videoclips in 1920x1040. Und ein Full-HD-Video ist ja 1920x1080. Das heißt, als erstes stelle ich die Projekteinstellungen hier um auf Full-HD. Sage übernehmen und schiebe mein Video an den oberen Bereich. Und jetzt habe ich hier unten halt 40 Pixel für einen Ladebalken. Im Prinzip habe ich auch noch mehr, aber ich möchte halt die Statuszeile nicht abdecken, sondern möchte das wirklich außerhalb des Content-Bereichs machen. Jetzt ist es im Prinzip ganz einfach. Ich gehe auf die Anmerkungen, wähle unter Alle Anmerkungen hier dieses Rechteck. Das ist nämlich eins ohne abgerundete Ecken, das ist ganz wichtig. Und ziehe das jetzt einfach groß, kann mir jetzt hier noch eine Farbe aussuchen, könnte jetzt so eine Word-Farbe hier verwenden, dieses Blau zum Beispiel, falls das dann gut auffällt. Oder ich nehme einfach aus meiner Farbpalette hier, aus meinem Schema, dieses Camtasia Grün. Und diese Form muss ich jetzt über die gesamte Breite des Videos ziehen, über die gesamte Dauer. Und jetzt animiere ich das Ganze. Das heißt, so wie es jetzt aussieht, ist ja das Ende des Videos erreicht. Also ich gehe auf Animationen, hier ziehe die benutzerdefinierte Animation hier drauf und die Startanimation, die mache ich jetzt so, dass ich einfach den Balken hier rausschiebe, so bis er genau an der Kante hier von meinem Video ist. Und jetzt brauche ich sie nur noch ganz lang zu ziehen, das heißt also vom ersten Frame bis zum letzten Frame. Und ganz wichtig, einmal einen Rechtsklick auf den Animationspfeil und bei Beschleunigung aktivieren, linear auswählen. Das bedeutet nämlich, dass die Animation von Anfang bis Ende in der gleichen Geschwindigkeit läuft. Und wenn ich mir das Ganze jetzt angucke, dann sieht man in dem Video, wie der Fortschrittsbalken durchläuft. Ich beschleunige das Ganze hier mal ein wenig. Der Balken läuft durch. Und am Ende des Videos bin ich fertig. Und im später gerenderten Video sieht das Ganze dann so aus.